Scheiße im Kohl mit den gelben Socken, Alter. Und ganz tief. Und hoch. Du hast auch einen Bezug zu Boxen. Das war mir auch wichtig, weißt du? Was? 18. Und dann lässt es los, Alter. Und dann tut's gut. Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem nächsten Vlog. Ja, heute gibt es eine Trainingseinheit von meiner weiteren Instagram-Bekanntschaft, und zwar vom Simon, genau. Extra abgestimmt für mich, fürs Boxtraining. Ja, gibt es heute ein geiles Programm, eben Beintraining. Deswegen viel Spaß und ja, abonniert den Kanal, liken, teilen, weitersagen. Let's go! Also Leute, ja. Mein Trainer, also mein Papa, ja, hat mir ja erlaubt, das Beintraining selbstständig zu gestalten, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, fragst du jemanden, der sich damit auskennt, ja, der auch hier meine Ernährung jetzt beobachtet, der meine Supplements beobachtet, das ist der Simon eben, ja. Und deswegen habe ich gedacht, klar, fragst du den und schaust du dir das Ganze an, was er dir da vorschlägt, weil ihr wisst ja Bescheid, wenn man unten rum schlapp ist, kommt oben rum nichts Gescheites dabei raus. Also ich meine von den Beinen halt, ne, natürlich. Deswegen, wir brauchen starke Beine, um hier vorne auch Pulver zu haben. Perfekt. Die Frage ist, was sind das für Socken? Die Socken, was habt ihr mit meinen Socken? Die sind geil. Ja, aber wir machen heute ein anderes Beintraining. Wir werden auf jeden Fall so weg von dem klassischen Pumpertraining gehen. Ja. Machen erst Kniebeuge, die klassische Kniebeuge, und gehen auf Maximalkraft. Okay. Okay. Und dann schauen wir, dass wir nur im Kraftausdauerbereich bleiben. Also wir schauen, dass wir die Hypertrophie ein bisschen weglassen. Ja. Weil du willst ja nicht schwerer werden. Der Serge, der wiegt ja 97 Kilo. Na, wie viel wiegst du jetzt? Ja, 96. Ja, lieber nicht. Nee, jetzt bin ich angezogen. Ja, dann nackt, oder was? Jetzt habe ich wahrscheinlich 100. Nach dem Training kann man machen. Du bist schon ein bisschen runter, glaube ich. Ein bisschen runter bin ich schon auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt voll in den Hypertrophiebereich gehen, dann wird er wahrscheinlich noch schwerer, weil er dann Muskel aufbauen wird. Das bringt dir nichts, dann wiegt er am Ende noch mehr. Ja, und ich muss ja auf die 85 Kilo runter, ja. Und nicht 95. Ja, wir machen uns erst, wir machen uns zusammen warm. Wir machen ja auf jeden Fall Kniebeuge, gell? Und dann wirst du hier im Kraftausdauerbereich pressen, aber nur in 45 Grad Winkel, baff. Okay. Und dann machen wir Ausfallschritte. Okay. Ganz klassisch, und dann gehst du halt auf jeden Fall noch, machen wir, Digga, ich bin schon aus der Brust, von mir sehen. Dann machen wir auf jeden Fall noch die Adduktoren, weil das ist auf jeden Fall wichtig für dich, weil du breit stehst, weißt du? Ja. Zack, zack. Den werden wir dann noch separat trainieren. Aber okay. Jetzt machen wir uns erstmal warm. Sehr geil. Let's go. Wie hast du eigentlich immer trainiert? Beine? Ach du, ich hab Kniebeuge, habe ich 10. Ja. Jetzt ich habe 10 Sätze mit 5 Wiederholungen quasi gemacht, ne? Beine? Genau. So, 10 Sätze mit 5 Wiederholungen mit 80. Danach bin ich auf 90 Kilo gegangen. Genau. So, dann und dann habe ich hier so, wie heißt es, Beinpresse? Beinpresse habe ich gemacht. Dann hier nach oben drücken. Ja. Nach oben drücken, nach hinten ziehen auch. Strecke heute. Plus hier Wadeln, so. Okay. Einfach alles ein bisschen durch. Ja. Also ich würde auf jeden Fall. So Streckerbeuger ist eigentlich fast überflüssig, so isolierte Zielübungen, weil du musst ja jetzt nicht unbedingt den Quad treffen. Ja. Du musst eigentlich nur schauen, dass du explosiv immer raus. Ja. Also überall, wo die Hüfte mit bei ist, wo du die kurzen Bewegungen mit drin hast, weißt du, weil du bist ja immer, du stehst ja immer relativ breit und hast immer die kurzen Bewegungen, weißt du, die musst du eigentlich, das ist das Wichtige für dich. Wie gesagt, für mich war es eigentlich nur so, ich kenne mich da jetzt nicht großartig aus. Für mich war es einfach nur, okay, du machst die Grundübungen quasi, so dass du einfach starke Beine hast. So, das war jetzt meine Idee mit diesem Training, weißt du so. Okay, dann geh mal in die Stange, ich will mal deinen Squat sehen. Du wirst so breit stehen, ja, und wirst halt beugen, weißt du? Ja, okay. Weiter nach hinten, so typ. Und ja, genau, und halt fester und halt weiter zusammen, ja. Okay. Genau, so hast du mehr Stabilität drin. Okay. Und so bist du auch je näher, aber passiert, geht bei den meisten nicht wegen zu verkürzten Bizeps. Okay. Wenn es geht, noch, bam, noch, okay. Genau. Zack,
Okay. Genau. Und greif richtig rum. Da. Okay. Deswegen wäre es auch sinnvoll, wenn man seine Handgelenke ein bisschen dehnt, weil sich der, da kommt man besser hin, dann, weißt du? Okay. Genau. Nacken hinten anspannen. Genau, und am Nacken ablegen. Genau, perfekt. So ist perfekt. Sehr. Jetzt rausnehmen. Genau. Hinstellen. Und so, was wir heute machen, Serge, bleibt mal chillig stehen. Ja. Wir werden jetzt die Maximalkraft trainieren und da ist dieses in der Bewegung ausatmen. Stell dich ganz gerade hin, einfach chillen, genau. Was wir dann machen ist, du wirst nicht beim Hochgehen ausatmen, wie jeder macht. Ja. Du wirst jetzt, genau, und erst ausatmen, chill noch kurz, erst ausatmen, wenn du wieder oben bist, okay? Du wirst die Pressatmung drin halten, so wirst du am meisten Kraft einfach. Ja. So hast du am meisten Power. Okay, jetzt machst du mal alles in den Bauch. Umbeugen. So tief wie es geht. Und hoch. Genau, richtig. Ja, genau. Wie würdest du schlagen, weißt? Ja, genau, genau, genau. Ja, genau, genau. Und explosiv, genau. Genau. Schön viel. Noch mehr Luft im Bauch, noch mehr Luft im Bauch. Genau. Genau. Und häng ein. Geh mal höher. Okay. Hey, sagst du dir, ich bin beim Erklären, schwitze ich mehr als beim Training, gell? Naja, passt. Wie viele Wiederholungen, oder? Ja, wir machen hier heute nur, bei der machen wir nur 3 Wiederholungen. Also du wirst jetzt nur 3 machen. Wir werden soll ich die schnell machen? Oder? Schnell, schnell. Deswegen sage ich, hast du oben. Luft einatmen, unten und explosiv raus. Okay, und Hüfte vielleicht noch nach vorne schieben. Yeah, okay. Mach mal im Bodybuilding jetzt nicht so, weil man sich Spannung aus dem Arsch nimmt und jeder will halt, weißt du, perfekt squatten, aber du wirst die Hüfte mit nach vorne schieben, du wirst explosiv. Okay. Okay. Genau. Die Bewegung kenn ich, Alter. Was sind die Pausen dazwischen? Ja, wir machen erstmal, das ist noch kein Arbeitssatz. Yeah. Genau, da machen wir bei der sogar 2 Minuten Pause. Okay. Genau, und da machen wir dann 60, wenn wir im Kraftausdauerbereich sind, machen wir 60 Sekunden Pause. Ja, okay. Genau. Und so, wenn du jetzt schwer beugst, sag ich mal, im Maximalkraftbereich machen wir 1-2 Minuten Pause. Okay. Und das halten wir auch ein, das stoppe ich dann. Ja. Aber das ist jetzt noch kein Arbeitssatz gewesen von dir. Das war jetzt easy as fuck. Ja. Deswegen. Okay. Das wird jetzt auch noch kein Arbeitssatz, aber ich würde sagen, wenn wir jetzt dann auf 90 Kilo sind, dann werden wir sagen, okay, das ist der nächste Satz. Das sind jetzt, wie viel haben das? 80 Kilo. 80, okay. Ey, und irgendwie habt ihr mir Scheiße empfohlen mit den gelben Socken, Alter. Das passt ja gar nicht, vorne und hinten nicht, Alter. Was ist denn das? Ey, das schaut gut aus. Die lachen mich hier alle aus. muss ich hier Top-Dog? Ja, muss der. Muss aufräumen. Let's go, oder wie? Ja, mach, let's go. Schaut schon kriminell aus, gell? So explosiv, gell? Also wirklich. Und man muss sich da wirklich, ich würde sagen, wir haben uns die Knie ein bisschen zu lasch aufgewärmt. Man sollte da schon wirklich ein Programm drin haben, wo du die Knie wirklich gut aufwärmst. Ja. Weil viele Experten würden jetzt sagen, Alter, da schrottest du dir die Knie, aber du machst jetzt nicht unbedingt einen Sport, was gesund ist, weißt du? Ich meine, wir sind ja keine Gesundheitssportler, sondern wir wollen da Leistung bringen, weißt du? Das soll ich auch. Da wo Leistung beginnt, hört die Gesundheit einfach auf. Das ist in jeder Sportart so. Ja, ob es jetzt beim Boxen, Gewichtheben, irgendwo anders, da wo es auf Leistung geht, braucht man nicht von Gesundheit reden. Gesund ist das alles nicht. Das wird jetzt dein erster Satz. Okay. Genau. Wie fühlst du dich? Gut, passt. Von der Kraft her auch gut, oder? Ja. Nur ein bisschen hier im Ding, so, weißt du, Blähungen, glaube ich. Wenn wir mal rauslassen. Pre-Workout oder so. Ja. Würde ich danach stoppen. Alles klar, Mensch. Dann dein erster Arm. Boah, das war gut jetzt. Hast du was gefutzt? Ja, Alter, schwer. Ja. Aber irgendwie steht mir das ein bisschen hier. Aber alles gut. Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Ist so. Now, alright. Jetzt haben wir weniger Luft hier. Das ist weniger Sachen. Ich brauche nicht viel Luft, Alter. Alright, dann erster Satz, Mann. Okay.
Nach dem Anspannen hoch, nach hinten gehen, nach unten schauen, richtig hinstellen. Messer. Und eins. Genau. Genau. Und ganz tief. Und hoch. Ja, schaut mal. So ein bisschen. Schaut mal jetzt mit der Technik und so, du hast gesagt, du hast 90 Kilo gemacht. Ja. Und schau mal, wie easy die gingen, gell? Und du hast die auf 5 gemacht, jetzt gehen wir auf 100 Kilo. Okay. Jetzt gehen wir easy auf 100 Kilo. Okay. Wir werden bestimmt auf 110 heute noch kommen. Okay. Ich bin eigentlich so immer, weißt du, ich gehe mal, wenn ich so Krafttraining mache, ich laufe mich ein immer meistens, 10 Minuten Laufband. Kannst du so auch. Chillig, 10 Minuten Laufband, danach dehne ich mich immer, weißt du? Genau. Wäre vielleicht für das Training besser gewesen. Ja. Weißt du, wäre vielleicht besser gewesen wegen den Knien, damit die Knie schon aufgehören sind. Mach das auf jeden Fall, wenn du zu Hause weil bist. Ich bin eigentlich so ein Typ, weil ich habe Angst, klar, vor Verletzungen. Weil verletze ich mich, habe ich keinen Kampf, weißt du so. Für mich ist jetzt nicht irgendwie einfach nur verletzt und dann setzt du eine Woche aus, geht schon. Wenn ich mich halt verletze, dann verliere ich halt wieder viel Zeit, weißt du so. Und vor allem, man darf nicht bedenken, er ist halt schon 35 Jahre alt, gell? Das ist halt echt einer. Der war gut, die kriegst du zurück. Ich habe auch trainiert, weißt du, und je älter ich geworden bin, desto schneller hatte ich eine Verletzung, weißt du. Bam, klar. Der Brustmuskel weggeknallt, Alter. Jünger wird man immer, jünger wird man immer, deswegen klar, auf jeden Fall, also das ist, da muss man schon aufpassen, sich ordentlich dehnen. Ja, das ist so. Ich mit meinen gelben Socken, Alter. Let's go. Nacken anspannen, auf Nacken ablegen. Rausheben, nach unten schauen. Und jetzt einatmen. Genau, ganz gut. Und hoch. Und hoch, komm. Immer auf 110 an. Let's go! Das muss mir dann nochmal alles auch aufschreiben, weißt du? Ja, klar, nochmal. Das ist jetzt unser erstes Training, weißt du? Sonst haben wir nur mit Ernährung zu tun gehabt, gell? Ja. Und beim Boxen kann ich Ihnen eigentlich eh wenig erzählen, weil ich bin kein Boxer. Aber ich weiß halt, wo, welche Übungen, in welchen Muskel geht er. Ja, das schon, aber du hast auch einen Bezug zu Boxen. Das war mir auch wichtig, weißt du? Du hast Boxen trainiert, also du hast ja auch ein paar Sparringseinheiten und so. Also du bist da nicht komplett Ding. Das war mir halt auch wichtig, ja, dass ich jetzt jemanden habe, nicht der einfach mich jetzt, ja, wir pumpen jetzt, Alter, und dann, weißt du, genau, das ist mir wichtig. Und das habe ich bei dir auch gemerkt, ja, dass du da eine Ahnung auch hast und eben auch den Bezug zum Boxen hast. Und das ist sehr wichtig, ja. Also nicht einfach irgendwas hier, so wie ich gemacht habe, hier, gib ihm Beine, starke Beine. Das ist eine essentielle Übung, aber nicht jetzt für dich, weißt du, die bringt dir recht. Genau. Also ich habe, weil er gesagt hat, Bezug zum Boxen, ich war jetzt, also ich habe jetzt nicht aktiv geboxt, aber ich habe mal einfach mein Training umgestellt, bin dann vom reinen Pumpen nur ins reine Laufen gegangen, bin jeden zweiten Tag laufen gegangen, habe dann mal Sparring gemacht, just for fun, habe direkt auf die Schnauze gegangen und dachte mir so, okay, Digga, jetzt muss ich mal mein ganzes Training umstellen. Dann habe halt dann geguckt, ja, welche Übungen bringen mir mehr, und da habe ich rumexperimentiert und auch viel von Profis abgeschaut, wie trainieren die Trainingscamps angeschaut, was machen die für Übungen und so weiter. Und dann, du hast dich damit beschäftigt. Ja, Vollgas. Und habe halt dann wirklich explizit das gemacht, die Ernährung umgestellt und so. Ja. Genau. Und was ich halt den Serge schon hat, jetzt sagen habe können, ist, dass auf jeden Fall man mit der Ernährung viel, 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 viel mehr rausholen kann, ja? als er meint. Oder meinte, gell? Ja. Weil er war zum Beispiel noch, was nicht schlimm ist, was viele auch immer noch der Meinung sind, so, weißt du, er wollte auf Diät wenig Kohlenhydrate nach 18 Uhr oder irgendwie sowas, hast du gesagt. Ja, genau. Aber die Kohlenhydrate würde ich. Ja, ja. Also kennt man so, weißt du? So, es ist so. Ja. Das ist genauso was wie beim Kniebeugen dürfen die Knie nicht über dem Fuß sein. Kennst du das mit dem Mythos? Ja. Das ist so ein Mythos, gell? Mhm. Na, aber auf jeden Fall Kohlenhydrate nie weglassen, Alter. Ja, ja. Das ist deine Energie, der Energieträger Nummer 1. Ja, klar, natürlich. Deswegen habe ich mich auch im Training immer schlapp gefühlt, weil ich versuche da abzunehmen, Kohlenhydrate weggelassen, klar, dann fährst du halt mit einem halben Tank. Ja, ist so. Ja, und dann ist klar, dass du irgendwo keine Leistung bringst danach, ja. Let's go. Wie konzentrier dich? Beugen. Tief, hoch. Einatmen. Runter. Und hoch. Hoch. Und ablegen. Aber versuch noch ein bisschen, wenn du unten bist, richtig, also nochmal, kurzer Ablauf. Luft in den Bauch komplett. Also
und während der Bewegung nicht atmen. Außer die Presseatmung, wie du beim Schlagen zum Beispiel kannst machen, gell? Und schieb deine Hüfte mit nach vorne. Okay? Dass du die Hüfte mitnimmst. Ja. Und das ist, das heißt so, Muscle-Mind-Connection. Du kannst, wenn du an den Muskel denkst oder an die Partie denkst, dann kannst du den spüren. Ja, ich verstehe das. Alright, warte mal. Let's go. Und hoch. Und hoch. Hoch. Und rein. Ja, okay, wir gehen auf jeden Fall auf 120. Geh mal. Stell dich nicht bis jetzt an. Ja, sehr gut, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Weil ich habe ein Video gesehen, hast du 80 Kilo gebeugt, gell, wie so ein sterbender Schwan. Und jetzt geht das ja ohne Probleme. Glaube ich, habe ich mal gesehen auf Instagram, hast du gebeugt mit 80 Kilo. Aber das war schon mein 10. Satz, den ich gesehen habe. Wahrscheinlich deswegen. Ja, aber tatsächlich, wie gesagt, deswegen habe ich habe mit Beinen wirklich vor einem Monat angefangen. Das waren so die Anfänge. Ja. Genau so. Und jetzt möchte ich mich halt, wie gesagt, weil mir der Trainer auch freigegeben hat, mich da im Beintraining quasi auszuleben, ja, sage ich jetzt mal, auszuprobieren, bin ich freigestellt, was das angeht. Es ist essentiell auf jeden Fall. Ja, ist essentiell. Aber man muss halt nur ein bisschen differenzieren. Will ich jetzt Muskeln aufbauen oder will ich hier meine Explosivkraft irgendwie erhöhen? Weißt du, was ich meine? Das ist halt, man kann wirklich variieren und man muss nur wissen, wie, weißt du? Ja. Na, weißt du, es gibt so viel Variation und viele werden sich denken, ja, ey, aber das ist nicht so, man macht das nicht so. Ja, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt Muskel aufbauen, du willst jetzt nicht unbedingt, du willst jetzt nicht die gelenkschonendste Übung machen, du willst einfach den größten Benefit draus ziehen, weißt du? Genau, das ist leider so. Ja, 120 Kilo, Serge, Alter. 120 Kilo. Das ist kein schlechtes Gewicht auf jeden Fall. Ne? Eigentlich lege ich mir hier mal was drum. Ach nee, du härtest so deinen Nacken ab. Sehr gut. Da, Nacken abhärten. Ja, genau, let's go. Alter, was mit mir alles gemacht wird hier. Runter. Hoch. Luft. Luft. 130. 130. So viel hat er noch nie gemacht. Ja. So viel hat er noch nie gemacht. Konzentration. Hoppa. Nacken anspannen, genau. Ablegen, raus. Auf deine Füße schauen, richtig hinstellen und tief einatmen. Hoch. Sehr gut. Und die Beinpresseübung, gell? Also bei der Beinpresse gibt es nicht viel zu beachten. Kennst du ja selber. Ja. Das ist klassisch. Je weiter runter du gehst, desto mehr Spannung hast du auf dem Quad. Quad-Hams, weißt du ja, oder? Quad-Hams. Ja, okay. Jetzt weiß ich's. Ja, Quad-Hams, je weiter du runter gehst, desto mehr Spannung und genau, mehr Stretch hast du auf dem Quad. Je weiter nach oben du gehst, desto mehr Spannung hast du auf dem Arsch und auf die Hamstrings, okay? Und wir brauchen. Und wir stellen uns relativ breit hin, relativ hoch, damit wir nicht allzu viel Spannung im Quad haben. Und die Zehenspitze nach außen, okay. Damit du auch im Adduktorenbereich, weil wie gesagt, wegen deinem Stand und so weiter, ja. Weil das wäre die natürlichste Übung für dich. Ja. Relativ breit, Zehenspitze nach außen, nur aus der Ferse drücken. Ja, das ist auch so ein Mythos eigentlich, gell? Du drückst einfach aus dem ganzen Fuß so nach weg. Genau. Und du könntest jetzt richtig in die Full Range of Motion gehen, ja. Aber da bist du so ab der 15 Wiederholungen bist du im Hypertrophiebereich, kannst du nicht mehr, wollen wir vermeiden. Deswegen bleibst du mit Absicht in dem Bereich, da wo du auch stehst. Okay. Okay. Alright. Wie viele Wiederholungen? Wir machen jetzt erstmal 20 bis 30, okay. Ja. Ja. Und deswegen schauen wir, du machst jetzt einen Satz, dann schauen wir, erhöhen wir wieder, weil wie gesagt, wir schnuppern uns erst an. Ich weiß seine Kraft nicht, gell? Kann ich jetzt noch nicht so richtig einschätzen. Vor allem auch 130 Kilo Squat, Alter. So, ne? Genau. Sieht gut aus. Dann
Und einer noch. Reicht. Sehr gut, Alter. Wie fühlt sich's an? Ja. Wo spürst du's? Tu mal deine Beine nach oben wieder. Wo spürst du's? Hier, oder? Hier auf jeden Fall, ja. Okay, gut, ja. Gut. Das ist gut, ja. Ja. Ja, passt. So, genau. Stoppen wir auf jeden Fall die Zeit hier, gell? Ja, okay. Weil das bringt eine Minute, ne? Weil man muss hier immer so, überlegen, je länger die Pause, desto intensiver muss der Satz werden. Weißt du, was ich meine? Genau, wir bleiben jetzt bei einer Minute. Wie war das Gewicht für dich? Ja, gut. Am Ende war es schon schwer, oder? Ja, deswegen. Okay, deswegen bleiben wir. Ja. Machen wir mehr Sätze, gell? Ja. Das ist ja Kraftausdauerbereich. Das ist ein Kraftausdauer. Eben, wir wollen also das halten quasi, ne? Genau, wir wollen das halten, wir wollen nicht, dass du abkackst. Okay, wir wollen nicht, dass du, wir wollen auf jeden Fall nicht ins Muskelversagen, gell? Dann will ich das lassen, auf jeden Fall. Genau, so, bleiben wir so. Ja. Bei dem nächsten Satz kannst du versuchen, dass du deine Beine, deine Füße ein bisschen weiter nach unten, damit du wirklich aus dem ganzen Fuß drücken kannst. Ja, okay. Und das gibt's. Genau. Jetzt wird vielleicht schwer, dass du jetzt schon langsamer wirst in der Bewegung, ja. dann halt wirklich deinen Bewegungsradius niedriger. Dann okay. Drückst du eben nur aus dem Winkel, okay? Ja, okay. Aber ultra explosiv, gell? Ja. Wie viele Sätze werden da gemacht? Ja, mindestens 5 wieder. 5 wieder, okay. Mindestens. Mindestens, ja. Je nachdem, wie du dich fühlst. Ja. Diese Satzanzahl, das ist so einfach so ein, ja, so ein System für jemanden, der anfängt, ja, man so einfach nach Gefühl, weißt du? Okay. Das ist, so viele Sätze, ja, wer sagt, dass du genau so viele Sätze brauchst, dass der Muskel ankommt? Weißt du, man trainiert nach Gefühl, weißt du? Okay. Ja, aber man trainiert auf jeden Fall so, dass du auf jeden Fall noch Power hast in den nächsten Übungen, weißt du? Ja. Aber 5 Sätze machen wir sicher. Passt. Vor allem im Kraftausdauerbereich. Da bringt es nichts, wenn du jetzt schon zum nächsten gehst. Ja, so. Du bist ja jetzt gerade erstmal warm, dein Muskel wird jetzt aktiviert, gell? Wenn du jetzt noch einen Satz machst und direkt abhaust, dann, weißt du? Ja, klar. Gell? 14, 15, 10, auf Kampf geht. Kürzer halten. Halt deine Schritte ein bisschen kürzer. Schritte kürzer halten. Ja, genau. Mach die mal raw. Wenn ich quasi hier. Genau. Zack. Genau, aber schon mit dem Knie absenken. Geh runter mit dem Knie. Geh ganz runter mit dem Knie. Mit dem? Zu Boden und ganz runter, genau. Okay. Damit deine Range of Motion beim anderen schon ein bisschen wenigstens um 90 Grad ist. Weil dann ist das Bein wenigstens um 90 Grad Winkel, genau. Wenn du jetzt nicht ganz absackst, dann bist du hier, weißt du? Bist du durcheinander gekommen, der Junge? Jetzt mit Handeln. Schon mal gemacht, die Übung? Ja, auf jeden Fall. Hab ich gemacht. Okay, also 20 Schritte hin, 20 Schritte zurück. 20 hin, 20 zurück. Genau, ich zähle für dich, okay? Okay. 1. Und ganz hängen lassen deine Arme. Gar keine. 1. 2. Lass die locker. Ja. 3. 3. 4. Fühlt sich gut an. Ist ein schönes Arbeit, also das ist schon bisschen nicht zu wenig auf jeden Fall. Die ist halt wirklich sehr anstrengend. Ja. Ausfallschritte ist die meistgehasste Übung, glaube ich, weil du bist ständig an der Tension, weißt. Nee, passt. So soll es sein. Aber wenn du überlegst, 1, 2, 2, du hast eigentlich nur 10 Schritte pro 10 Schritte pro Bein. Ja. Ja. Eigentlich müsste er auf die 40 kommen. Auf genau, wenn du es schaffst, dann geh auf die 40. Ich wollte jetzt mal schauen, wie viel du jetzt machst. Ja, probieren wir. 30. Machen wir auch 30. Also, genau, 15, 30 halt. Genau. Pro Bein 15. Genau, jetzt. Genau. Probieren wir es mal, ja. Wenn wir jetzt merken, dass es nicht geht, dann gehst du einfach auf 12 Kilo. Ja. Dann müssen wir jetzt gar kein Ego sein wegen Gewicht oder so. Ja, ja. 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 Alright, let's go.
Lass deine Arme schön hängen. Eins, zwei, drei. Das ist brutal, gell? Knallt, Alter. Die knallt, ja. Das ist der Mindset-Brecher, Alter. Alright, gehst auf 12,5 Kilo, würde ich sagen, oder? Ja. Kennst du mich? Man hat immer dann so, ah, okay, jetzt gehe ich runter, das ist das Schlechte. Also, weißt du, gar nicht, ja. Also wirklich, ich hab schon echt mit viel Gewicht trainiert, also mit sehr, 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 sehr viel Gewicht, weißt du? Ja. Mit wirklich viel Gewicht und wo ich auch schwerer war, aber mit weniger Gewicht, nur wenn du den Muskel anders ansteuerst, dann bringt weniger Gewicht viel mehr. Also, dieses. Außer jetzt beim Maximalkrafttraining, da brauchst du wirklich viel Gewicht, um explosiv rauszustoßen. Aber bei solchen Übungen, da darfst du gar nicht auf Gewicht gucken. Okay. Gell? Wir haben wirklich Zeit, oder? Ja, cool, let's go. Ja. Eins. Das ist der letzte Satz jetzt. Zwei. Drei. Zwölf. Jetzt 17. 17. Ja. 18. Was? 18. Aber 4 Schritte noch, komm. 19. 19. Komm, schnell noch. Sauber. Sehr stark, oder? Sehr stark. Denn nicht. Ich bin überrascht, Alter. Also du hast auf jeden Fall ordentlich Bums, Mann. Crazy. Die haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Wir haben uns ja so hingestellt, dass du es auch in die Adduktoren spürst. Und dann mit der Übung trainierst du die gezielt. Ja. Schaut halt vielleicht jetzt nicht so männlich aus, die Übung, aber da musst du jetzt mal kurz drauf scheißen, okay? Ja. Setz dich, tu mal das Handtuch hin. Muss wirken. Das wirken, genau. Setz dich da hin. Ziehst es runter. Machst die Beine breit. Genau, jetzt lass es los. Oh, ja. Jetzt hat es geknackt, Alter. Ja, kannst dich fast schon dehnen, genau. Jetzt genau, hältst du dich hier fest. Kannst du noch hier? Und jetzt ziehst du zusammen, ja. Ja. Genau. Das ist relativ leicht für dich, ja. Das ist leicht, gell? Naja. Wie viel machen wir? Nein. Viele, ne? 10, ja. Das ist nur zum Schauen. Das heißt. Ja, machst viele 4 Sätze, ja. 20 bis 30 Wiederholungen, okay. Gell? Ja. Wie beim Frauenarzt. Wie beim Frauenarzt. Aber wieder nicht so Laufschein. Nicht so Laufschein. Okay, let's go, oder? Let's go. Knallt, oder? Oh, jawohl. Muss knallen. Ja, wie gesagt, die Übung aller noch nie gemacht. Und ich spüre schon die Adduktoren. Genau, die hast von der Presse, ja. Sind vorbelastet. Ich habe ein bisschen Angst jetzt schon vor der Muskelkater. Das wird ein geisteskranker Muskelkater. Also, das wird. Deswegen sage ich, wenn ich gekommen und hätte überhaupt das erste Mal. Ja. Wäre gestorben, Alter. Ja, wäre richtig gestorben. Ja, okay. Kannst du mal am besten bei der weit nach vorne gehen mit den Schultern und dann hoch. Ja. 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 Und ganz nach oben drücken. Ja. Und. Ja. Schaust du erstmal die Bewegung, das machst du dann schwer und danach machst du quasi einen Supersatz. Kann ich dir auch schon zeigen.
Also aktive Pause kennst du ja wahrscheinlich eh vom Boxen, oder? Ja. Yeah, aktive yeah. Pause. Genau, machst du einfach, hältst deine Waden warm, okay? Okay. Und dann gehst du wieder rein. Schaust du mal, wie das Gewicht ist? Ja. Yeah. Wie viele Wiederholungen? Mach einfach mal erstmal okay. zum Schauen. Weil dann machst du jetzt relativ schwer dann. Mach aktiv. Da schauen wir nicht auf Wiederholungen, weil du bist ja eh jetzt die ganze Zeit. Genau. Du bist also quasi jetzt hier die ganze Zeit under tension. Okay. Boah, das zieht, Alter. Ja. Sorry, Alter. Machen wir schon so, weil sonst, ich glaube, das scheppert dich so ein Ding. Und jetzt machen wir mal 8 Wiederholungen. Dann hast du Pause, okay? Okay. Schön explosiv, wenn es nur 3 sind, sind es nur 3, okay? Hoch. Ganz hoch, ganz durchstecken. Jawohl. Boah, das war's, Digga. Boah, verpiss dich. Okay, oh, super. Boah, Baden kann man schon gut zerstören. Oh, das ist krass, Alter. Ja, so habe ich die mir noch nie zerstört, Alter. Geil. So, geh, mach Pause, Die Drops hat's Baden, das ist größt, also wirklich. Das zersprengt einen. Ja. Alter. Lügst du auch in der Haxen, oder? Brutal, Alter. Wadeln trainiert man entweder ganz, ganz schwer, damit die wachsen, aber muss okay. du willst ja nicht unbedingt den Wachstum. Ja, genau. Also die trainiert man entweder ganz, ganz, ganz schwer, so richtig, richtig schwer wie am Ende. Ja. Oder du trainierst die mit ganz, ganz viel Wiederholungen. Ja. So ein Zwischendrin, so kannst du gleich sparen, weißt du? Das ist so gute Wadeln, Alter. Oder? Bist du schon ready? Ja. Nee, eigentlich nicht. Aber. Mach 6 bis 8, okay? Und dann gehst du wieder aktiv nach Hause. Weil dann müssen wir. Nicht abwinkeln, nicht abwinkeln. Nur aus der Wanne. Okay. Ja, genau. Noch 4. Unaktiv, komm. Okay, jetzt go, rechts. Noch 8 Stück. Noch 2, komm. Puh. Alter, wie das zusammenzieht, Alter. Und dann lässt es los, Alter, und dann tut's gut. Ein Satz noch. Ja. Hart, nee. Da sieht ihr mal, wie man beim Krafttraining auch schwitzen kann. Ja, safe. Okay. Die Kette um den Fuß, okay? Ja. Das ist eh eine gute Ablage jetzt. Ja. Du willst dein Bein komplett ausstrecken, also hier dein Sprunggelenk aufstrecken. Ja. Mhm. Und zack. Genau, gehst vielleicht mit der Bewegung. Schau, ich gehe so. Ja, ein bisschen mitgehen. Genau, da kommst du. Okay. Hast du wirklich die Full Range of Motion. Ja. Okay? Okay. Mhm. Ausstrecken und ganz hinziehen. Ja. Boom, okay? Okay. Merkst du jetzt schon, Alter, das zieht as fuck, also wirklich geil. Ich merk's jetzt schon beim Zugucken. Ja, das ist gut, Alter. Probier's auch an. Auf Strick, genau. 2,
dass dein Bein gestreckt werden muss, genau. Vier, ganz ausstrecken, ganz hoch. Nach fünf. Sieben. Acht. Sauber. Wie fühlt sich das an? Gut. Neun. Zehn. Mach noch fünf. Zwei. Vier, fünf. Geile Übung, habe ich noch nie gemacht, Alter. Echt? Ja, geil. Spürst du es? Ja, freilich, ja. Wo spürst du es? Hier. Okay. Hier spür ich es. Okay, gut. Ja. Vergessen viele, weißt du? Ja. Gegenspieler zu der Wade. Noch nie gemacht, tatsächlich noch nie gemacht. Ja. Und auch gute Übung für Sprunggelenk. Ja. Ja. Du sagst mir, wann ich wieder loslegen muss? Ja, leg los nach Gefühl, dann machen wir jetzt keine Pause. Die machst du zum ersten Mal, dann müssen wir jetzt nicht mit Pause und wiederholen. Okay. Müssen wir jetzt nicht übertreiben, ja. Das ist eh schon Destruction, Alter. Ja. Das wird ja eh nicht mal laufen können. Morgen müssen wir eigentlich ein Video drehen, wie ich laufe. Letzter. Sehr gut, Alter. Ein Satz noch, dann sind wir durch für heute, oder? Voll, perfekt. Jawohl. Geil. Ich wiederhole mich hier nochmal. Für mich war es halt wichtig, auch dass der Simon eben einen Bezug zum Boxen hat. Ja? Das ist jetzt nicht einfach so irgendwie, hey, okay, ich komme hier und pump frei raus. Ja? Denn das habe ich zu Hause gemacht. Beintraining. So, ich habe einfach so ein bisschen meine Beine gestärkt, das und das und das gemacht, ja. Aber das ist mir hier wichtig, dass es mehr speziell ist und aufs Boxen bezogen oder beziehungsweise, dass du weißt, weißt du, hier. Ja, aber genau, also ich habe mich viel mehr mit dem Training beschäftigt, als ich selber geboxt habe. Das muss ich trotzdem nochmal dazu sagen. Ich habe jetzt hier ein bisschen mit ein paar Leuten Sparring gemacht jetzt. Das war's, aber womit ich mich viel beschäftigt habe, war einfach die Trainingsphilosophie von Coaches. Dann habe ich geguckt, ja. Dann ich habe mich ein bisschen mit dem Boxen dann so auseinandergesetzt, ja. War Fan hier klassisch von Fury und Usyk und so weiter. Habe geschaut, wie trainieren die eigentlich in Trainingscamps und da sind eigentlich, und so habe ich dann eigentlich herausgefunden, wie die eigentlich trainieren, so, ja. Also die gehen komplett weg vom klassischen Körpertraining, also vom klassischen Pumpertraining, gell. Und trainieren eigentlich nur im Kraftausdauerbereich, das weiß ja eh jeder, aber mit ganz anderen Übungen, mit Reflexübungen und so weiter. Ja. Und es kommt halt auch immer auf den Körperdruck drauf an. Wenn du schaust, wenn du dir so ein Training von Usyk anschaust, der trainiert fast nur ohne Gewichten. Der macht nur Calisthenics, bisschen Crossfit-Übungen, weil wenn der ein Gewicht zulegt, dann ist sein ganzer Stil im Arsch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und genau, der will eigentlich nicht an Muskelmasse zunehmen, um einfach so flexibel und agil zu bleiben. Und so ist jeder Körpertyp unterschiedlich. Und beim Serge, deswegen schauen wir auch beim Serge jetzt, dass er nicht zu viel an Muskelmasse zunimmt, weil das würde ihn auch nur behindern, weil er muss mit dem Gewicht runter, gell? Genau. Weil der cruist auf 97 Kilo rum, das ist schon beachtlich, Alter. Genau, deswegen, ich bin auch der Meinung, wie gesagt, dass irgendwie Muskulatur mit Absicht vor allem aufbauen, ja, im Boxsport bringt gar nichts. Gar nichts, Alter. Vor allem die Muskulatur musst du auch wiederum, erstens behindert dich das im Boxen, in deiner Flexibilität, sag ich mal, ne? Und dann behindert dich das auch noch, weil du das Ganze mit Sauerstoff einfach versorgen musst, ja? Da geht die Pumpe, Alter, weißt du? Ja. Wo es vielleicht sinnvoll wäre, wäre es wirklich nur im Schwergewicht. Ja. Wo du eh kein Limit hast an Gewicht. Wo die eh keine Ausdauer haben. Genau. Ja, wo du eh keine Ausdauer haben, alles nur auf Schlagkraft geht. Ja. Da wäre es vielleicht sinnvoll, aber so für dich, ne. Ja, und deswegen ist es ja auch für einen wie Usyk, der sich die ganze Zeit bewegt, weißt du? Eben, sag ich stell dir mal vor, pack dem jetzt ein paar Kilo Muskel drauf. Eben. Das war's mit seiner Bewegung. Gib einfach mal ein Trainingscamp von ihm ein, da siehst du einfach die Ausschnitte. Der trainiert komplett ohne Gewicht und wenn dann ganz kurz so Crossfit-mäßig. Ja, weil der geht voll weg von den ganzen Übungen. Der macht hier nur Mobility-Sachen. Er bewegt sich ja auch nur im Ring. Wenn er ein bisschen unbeweglicher wird, dann ist sein ganzer Stil im Arsch. Gell? Also, sind wir durch, Alter. Geiles Ding. Also merkst du schon was seit deiner Ernährungsumstellung, was an der Performance? Ja, Vollgas, Alter. Gib dir. Nee, auf jeden Fall, Leute, sehr geil. Ja, auch Ernährung, dann Supplements, die ich einnehme, spüre ich definitiv was. Vor allem auch in der Regeneration und im Schlaf.
Melatonin nehme ich ja brutal. Also ich schlafe wie ein Stein und das ist halt geil. Auch die Regenerationszeit ist verkürzt. Super natürlich für einen, der jetzt zweimal trainiert am Tag, der Leistung bringen muss. Ernährung, dadurch, dass es eben Kohlenhydrate reich ist, was ich jetzt selber so nicht gemacht hätte. Ja, weil ich habe mir gedacht, okay, abends isst du ein Steak, vielleicht ein bisschen Salat und dann gehst du schlafen. Aber wie gesagt, der Simon hat mir eine kohlenhydratreiche Ernährung zusammengestellt und das spüre ich brutal im Training, dass ich halt einfach Power und Kraft habe, ja, dass ich nicht dann mit dem leeren Tank umeinander fahre und das ist halt sehr wichtig und ich kann definitiv sagen, Supplement, Ernährung, A und O, ja, also das ist wirklich 90% der Geschichte, der Leistung, ja, hängt von diesen zwei Sachen ab. Deswegen seid gespannt, ich werde euch auch bald berichten, welche Supplemente ich nehme, von welcher Firma ich die nehme, bekommt ihr alles von mir in einem Video zusammengeschnitten. Jawohl.